Hallo, mein Name ist Dimitris Kouvaras und bin bei Bildstand für den Bereich Schulung und Training weltweit tätig. Hi, mein Name ist Jan Strupp, Technik-Trainer Schaeffler Rep Expert. Und mit den Kollegen von Schaeffler Rep Expert kooperieren wir seit sehr lange zusammen. Und im Rahmen dieser Kooperation führen wir unter anderem Schulungen weltweit durch. Das passt so gut zusammen, weil unser Programm sich so gut ergänzt. Wir Bildsteiner sind spezialisiert für die Dämpfer und Federn im Fahrzeug. Und wir von Schaeffler sind Experte in Fahrwerksteile. Also haben wir euch heute ein Mercedes mitgebracht, wo ich euch die wichtigen Punkte zeige für eine Reparatur an der Hinterachse. Lass uns anfangen. Also, bevor wir die Reparatur durchführen, müssen wir erstmal die Kanullage feststellen. Hierzu müssen wir Radnabenmitte, Kotflügel, Unterkante messen. Und das Maß ist 373 mm. Das schreibe ich hier mir auf. Und wir müssen das auf alle vier Räder machen. Machen wir. So, wir haben jetzt alle vier der Räder gemessen und wir haben die Bühne leicht angehoben. Wie gehen wir jetzt vor, Dimitris? Speziell bei diesem Fahrzeug mit Luftfederung ist es elementar wichtig, vor der Arbeitsaufnahme mit Diagnosegerät das Luftfedersystem drucklos zu machen. Und, dauert das lange? Das System ist jetzt drucklos, wir können mit der Reparatur beginnen. Okay, let's go. Die Reparaturen sind alle durchgeführt. Ne? Wir haben den oberen Querlenker getauscht, wir haben den unteren Querlenker getauscht, zusammen mit der Stabilstange an beide Seiten. Dafür haben wir den Fahrzeughersteller Leitfaden gefunden über RepExpert und haben alles spannungsfrei eingebaut. Die Einbauanleitungen findet ihr im RepExpert Online-Portal über die Fahrzeugauswahl unter den technischen Handbüchern. Also, Dimi, wie geht's mit euch weiter? Wir haben die alten Luftfedern ausgebaut und wie man im Video sehen kann, wird dabei immer der Fixierungsclip, der am oberen Teil der Luftfeder am Rahmen befestigt wird, zerstört. Diesen haben wir auch mit erneuert. Wir haben die neuen Luftfedern eingesetzt und man muss unbedingt beachten, dass bei diesem Fahrzeug der Befüllvorgang unbedingt eingehalten werden muss. Hierzu müssen die Luftfedern in drei Schritte befüllt werden. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten Schritt der Befüllung. Damit die Luftfeder laut Herstellervorschrift mit dem zweiten Schritt befüllt werden kann, muss diese zum Dämpfer parallel ausgerichtet werden. Hierzu benutzen wir am besten die mitgelieferte Einbauhilfe. Diese Einbauhilfe definiert das Maß und gewährleistet die Parallelität der Luftfeder. Ein weiterer wichtiger Schritt ist dabei, die Luftfeder muss spannungsfrei festgezogen werden. Hierzu müssen wir die zuvor gemessene Einbaulage oder Kanullage wiederherstellen mit einem Getriebeheber. Janot, hilfst du mir bitte, die gemessene Kanullage wiederherzustellen? Stopp! Jetzt haben wir die Einbauhilfe eingesetzt. Wir haben das Maß definiert, also die Parallelität zum Stoßdämpfer der Luftfeder. Und gleichzeitig ist an der Stelle die Luftfeder spannungsfrei eingebaut. Jetzt ziehen wir mit dem vorschriftsmäßigen Drehmoment die Luftfeder fest. Jetzt kann die Luftfeder mit Schritt Nummer 2 vorschriftsmäßig befüllt werden. Jetzt ziehen wir das Montagewerkzeug mal raus und befestigen den letzten hinteren Querlenker auf Kanullager fest, auf Anzugsdrehmoment. Der Getriebeheber wurde entfernt. Jetzt können wir die Luftfeder mit Schritt Nummer 3 laut Herstellervorgabe befüllen.
Wir haben zusammen mit Janot die Reparatur durchgeführt und den Wagen zusammengebaut. Der letzte wichtige Schritt, der noch auszuführen wäre, ist eine Achsvermessung durchzuführen. Diese ist elementar wichtig bei jeder Fahrwerksreparatur oder Veränderung, eigentlich schon nur bei jedem Fahrzeug. So, wir haben euch tatsächlich alle wichtigen Punkte gezeigt. Und ihr findet alle Leitfaden von Bilstein und von Schaeffler auf unserer Werkstattportal REPEXPERT. Dabei findet man auch alle Angaben vom Fahrzeughersteller sowie Arbeitszeiten, Anzugsdrehmomente und Einbauanleitungen. Ich zeige euch noch mal was. Ich habe hier den QR-Code. Mit der neuen REPEXPERT-App habt ihr alle diese Info auf eure Handy. Und neu ist auch der Schaeffler One-Code, wobei man die Echtheit des Produkts prüfen kann. Und vergessen Sie nicht, eure Punkte darüber einzulösen. So, Dimitris, vielen lieben Dank für eure Gastfreundschaft und Ihre wunderbare Werkstatt. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein heute und mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, Janot, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir das Fahrzeug repariert und umgebaut zu haben. Und ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Training. Und für euch viel Erfolg mit eurer Reparatur. Tschüss. Tschüss.